Wie gut ist es, dass man das so kurz, nächste Woche ist Olympia und ihr seid ja auch dabei, wie gut ist es hier nochmal so eine gute Erfahrung zu haben, dass man ein super Turnier spielt und ganz oben mithalten kann? Ja, ich glaube, natürlich gibt es ein super Gefühl. Es gibt nochmal echt viel Vertrauen für die Olympischen Spiele. Wir haben versucht, hier echt den Moment zu genießen und nicht jetzt Rio so präsent im Kopf zu haben. Aber natürlich gibt es Vertrauen, dass wir viele gute Gegner schlagen konnten, gegen das wahrscheinlich beste Team der Welt momentan nur knapp unterlegen sind im Finale. Ich glaube, das gibt Vertrauen. Das packen wir morgen in den Koffer rein und nehmen es mit nach Rio. Rio, genau, das ist das Stichwort. Das sind die ersten Olympischen Spiele. Wie bereitet man sich da speziell darauf vor, weil es ist ja doch mehr Medienaufmerksamkeit und auch die Schweiz gucken vielleicht ein, zwei mehr Beachvolleyball während den Olympischen Spielen im Vergleich zu normalen Sachen. Unterhält man sich da mit anderen Schweizern, die schon mal da waren, also auch andere Sportarten, oder wie bereitet ihr euch da vor, auch mental? Ja, ich glaube, also bei mir, ich habe das Glück, dass meine Partnerin ja schon war in 2012. Und ich konnte sie immer Sachen fragen, wenn ich was wissen wollte. Und wir wurden auch von Swiss Olympic sehr gut darauf vorbereitet, mit Medienschulung und alles. Ja, es ist sicher mehr Aufmerksamkeit und man muss das irgendwie handeln. Und ich glaube, für als junge Spieler ist das auch nicht so einfach, aber man findet da seine Wege. Man sucht mit dem Team, was ist das Beste, was hilft dir nicht. Und ich glaube, wir sind dort auf dem richtigen Weg. Die meisten Teams wohnen nicht im Olympischen Dorf, sondern haben das Apartment in der Nähe. Ist das bei der Schweiz auch so? Wir haben beide Möglichkeiten. Also wir haben ein Hotelzimmer an der Copacabana, das uns zur Verfügung steht, haben Platz im Olympischen Dorf. Also wir sind wirklich super perfekt abgedeckt, dank viel Arbeit von Swiss Volley und Swiss Olympic. Und ich glaube, an unseren Rahmenbedingungen wird es nicht scheitern. Also da sind wir perfekt versorgt und können wirklich von Fall zu Fall entscheiden, was für uns besser und leistungsfördernder ist. Und was ist das Ziel in Rio? Das Ziel ist, gut zu spielen und dann ist alles möglich. Wir gehen dorthin, nehmen viel Spiel für Spiel, Punkt für Punkt und wir sind voll motiviert und wir freuen uns riesig darauf. Dann nochmal Glückwunsch für die Qualifikation und viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Spaß neben dem Spielen in Rio. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank.